Hey und willkommen zu einer weiteren magischen Folge Hogwarts Legacy. Wir befinden uns hier auf dem Astronomieturm und bevor wir uns weiter der Quest widmen, alles nur Kobold und Gack, machen wir einen kleinen Abstecher nach Hogsmeade. Wir müssen Ausrüstung loswerden. Wir sind bis oben hin voll mit Ausrüstung. Ich weiß, es sind noch ein paar in den unidentifizierte Gegenstände mit dabei. Da machen wir aber später einen Abstecher in den Raum der Wünsche. Wie schön, Sie wiederzusehen. So, alles raus. Was wir nicht benötigen, der ist besser. Ein Luxusmantel, den behalten wir auch mal. Der Hexerhut kann weg. Kann auch weg. Okay, die Gegenstände werden wir identifizieren im Raum der Wünsche, wie gesagt. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Und nun treffen wir uns am Eingang der Mine mit Lord Gorg. Einmal zur Weltkarte. Ganz nach hier unten. Schön. Die Flohflamme haben wir schon. Dann ist der Weg recht kurz. Ah, ja, hier waren wir ja bereits. Nun wissen wir auch, wie wir in die Mine reinkommen. Oder auch nicht. Ich muss erst zu Lord Gorg. Ein Freund der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Earthcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern! Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhängen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannac und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ameth. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gorg. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gorg. Nur Lord Gorg. Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann.
Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Okay, es liegt eine Schleichmission vor uns. Schleichaufgaben sind ja nicht so meine, aber vielleicht könnte sie ja ganz interessant sein und bietet ein bisschen Abwechslung. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Einmal Desillusionierung. Diese Tür beobachtet uns. Tut sie gar nicht. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie nie erträumt. Und schon sind wir in der Mine drin. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Arresto Momentum. Arresto Momentum. Flipendo. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Incendio. Revelio. Ja, ich denke, Desillusionierung kann ich noch mal rausmachen. Aktuell sehe ich noch keine Anhänger. Ich habe von solchen Minen gelesen. Akio! Ganz anderes. Sorry, Amit. Wir müssen aufpassen. Du weißt sicher, dass nicht alle Kobolde uns so wohlgesonnen sind wie Lodgok. Kann ich mich an denen allen vorbeischleichen? Oder muss ich kämpfen? Ich glaube, ich muss kämpfen. Passt auf, wo ihr hintretet! Hallo? Aki! Im Zentrum! Im Hintern! Protego! Mach du vor! Hidioso! Expelliarm! Aki! Im Zentrum! Ich werde dich tun! Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Akio. Warum kann ich den Hebel nicht betätigen? Okay, hier komme ich nur runter. Gehen wir erstmal durch die Tür. Ich verstehe es nicht ganz, ich versuch's doch mal. Incendio. Falsche Zauber. Nee. Lazio. Accio. Scheint nichts zu bringen. Nein. Bringt leider nichts. Confringo. Okay, jetzt ist der Kessel angeheizt und jetzt können wir hier auch mit Accio arbeiten. Accio.
Aber was es jetzt verändert hat... Was hat es jetzt verändert? Hier ist nach wie vor dieser Fluss. Hier kann, hier ist jetzt offen. Und hierdurch. Und jetzt kommen wir da hinten an die Truhe. Revelio. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Dürfen die mich jetzt nun... Um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Dürfen sie mich nun sehen oder nicht? Wo Pläne sein? Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Revelio. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Hier geht es nach oben. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Revelio. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Okay, also wenn sie mich entdecken, fängt eine Zeit an zu laufen. Das heißt, ich brauche hier nicht ganz so vorsichtig sein. Und kann mich eigentlich auch durchkämpfen. Die Treppe wieder hinunter. Und links geht's weiter. Wenn ich das Revelio übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Hey, hier sind echt viele. Revelio. Ein Fringo muss ich dort hinten aktivieren. Komm, Fringo. Hallo? Revelio. Wir schauen da hinten rein. Wo der Nebel antreibt? Höchstwahrscheinlich. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Hier komme ich noch nicht durch. So, nun ist die Frage, kämpfe ich? Oder kämpfe ich nicht? Könnte ich Besseres tun, als hier Wache zu halten? Ich denke, ich kämpfe nicht. Echt schwierig. Ich habe den Hebel aktiviert. Siehst du? Ach, hier. Ins Hemd. Akio. Lazio. Ins Hemd. Nicht ganz. Akio. Lazio. Ins Hemd. Gefühl. Revioso. Peniamo. Akio. Bring mir's hin. Akio sollte den Himmel bedienen. Akio. Lazio. Ins Hemd. Gefindo. Akio. Lazio. Ins Hemd. Gefindo. Oh, das ist einfach zu viel. Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Akio. Als ich erwartet habe. Ich möchte einmal noch da oben kurz schauen, ob es hier was gibt.
nur Power-Megatränke. Megapower-Tränke, so rum. Eine Tasche. Durch dieses Gitter durch. Dann können wir die Truhe da hinten mitnehmen. Einmal. Und zweimal. Sammlung aktualisiert. So, nun muss ich den Hebel nochmal aktivieren. Nein, sehr gut. Dann direkt durch. Etwas Mondstein. Rohrklump. Ja, Mondstein bekommen wir eigentlich genügend im Raum der Wünsche, aber ich denke, es schadet nie, ein kleines bisschen auch in der Open World zu looten. Accio! Lazio! Gepindo! Accio! Incendio! Gepindo! Accio! Lazio! Incendio! Accio! Gepindo! Accio, Lazio, Incendio. Was denn hier noch? Das waren sicher die letzten Armeen. Ein schöner Kampf. Accio. Okay, wir haben hier keinen Druck auf dem Kessel. Wir schauen uns mal hier oben um. Revelio. Nein, hier geht's nicht weiter. Okay, ich könnte die Augentruhe, sage ich schon, das Tor mit den Augen verwenden. Das Illusionierung. Ich bin leise. Müssen wir vermutlich auch. Hinten dran, ja, da kommt auch ein Rohr her. Da benötigen wir Confringo. Confringo. Arresto Momento. Und nun können wir mit Accio, Accio den Hebel betätigen. Und hat einen Aufzug aktiviert. Sehr schön. Wir looten den Raum hier. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Notgok Bericht. Riesige Bohrer. Wie komme ich hier nach oben? Schnelleren Weg hier rausgeben als den wir gekommen sind. Nehmen wir den Aufzug. Sorry, Amit. Ah, hi. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Ja, danke, dass du mitgekommen bist. Ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick.
Und zurück von unserem Minenabenteuer. Können wir darüber reden, was gerade passiert? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Koboldgeheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Lebt wohl, Amit. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Ranrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Ranrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Ranrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Ranrock hat Brackbaus Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Brackbaur irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Ranrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Ranrock weiß. Ich schicke meine Eule. Oh wow. Wird es wirklich einen großen Krieg geben zwischen Kobolde, Hexen und Zauberer? Ich bin gespannt. So, mal in die Karte reinschauen, wenn wir schon hier in der Gegend sind. Was es hier denn noch zu erledigen gibt. Schatzgewölbe,
Knieselbau. Ein Knieselbau wäre interessant. Riesige Lilakröten, Handbuchseite, Besenrennen. Ich würde gern ein Banditenlager ausmerzen. Aber so wie es ausschaut, gibt es hier aktuell gar keine. Kleines Banditenlager. Wir könnten dieses Banditenlager mitnehmen. Und die Handbuchseite. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Merlins Rätsel. Ich nehme mir natürlich mit. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Inferius in der Nähe. Wir benötigen Bombarder. Confringo! Oder Confringo. Accio! Grazio! Incendio! Defendo! Accio! Grazio! Incendio! Ich muss sagen, ich mag die Kombi wirklich sehr. Glacius zum Vereisen und dann mit Feuer. Es verstärkt den Schaden immens. Confringo! Revelio! Hier hinten habe ich noch zwei Leuchten gesehen. Und eine Schatztruhe. Confringo! Confringo! Wie komme ich an die Revelio. Schatztruhe? Ah, die versteckt sich dahinter. Confringo! Okay, es waren aber noch nicht alle. Es waren noch nicht alle. Was haben wir da unten? Da oben ist noch eine. Confringo! Damit wäre das erledigt. Ein Kniesel. Ich nehme mir selbstverständlich mit. Dazu brauche ich aber den Schnappsack. Aufschließen. Alohomora. So. Glacio. Okay, ich werde angegriffen. Kreuzspinnen. Protego, Accio, Glacio, Incendio, Lupindo. Der Sieg kann. Weiter zu dieser Prüfung, Merlin. Da nehmen wir aber den Besen. Sind wir etwas schneller unterwegs? Die unsichtbare Wand, welche ich nicht durchbrechen kann. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Verschwinderinnen-Eier. Okay, meine Lieben. Die Prüfung Merlins starten wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.